Berechnung der Varianz ist etwas schwieriger, wie gesagt, aber versuchen Sie das nochmal nachzuvollziehen. Für die Varianz berechne ich, meine Damen und Herren, x Quadrat mal die Dichte minus Erwartungswert zum Quadrat. Erwartungswert zum Quadrat ist natürlich jetzt hier in diesem Beispiel dann 0, weil der Erwartungswert 0 war. Also da kann ich ja sozusagen jetzt hier mir das dann sparen, nicht wahr? Also ich habe jetzt hier dann einfach nur x Quadrat mal die Dichte und die Dichte ist natürlich jetzt ein bisschen hässlich und so, aber das macht nichts. Ich kann ja trotzdem damit jetzt hier dann umgehen, nicht? Also das ist jetzt hier dann nicht irgendwie jetzt hier dann Ausschlusskriterium, nur weil mir die Dichtefunktion jetzt hier dann nicht gefällt. 1 geteilt durch Wurzel aus 2 mal Pi mal e hoch minus 1 halb x Quadrat, meine Damen und Herren, so hässlich ist das nicht, ja? Wenn Sie glauben, das ist hässlich, dann gucken Sie sich mal die Dichtefunktion der Chi-Quadrat-Verteilung an. Ja? Also das kann man auch alles noch steigern. Ja? Jetzt passen Sie auf, also wie gesagt, ich mache das jetzt hier dann damit und zwar so, dass ich dann sage, okay, x ist jetzt hier, also x Quadrat ist jetzt hier dann x mal x, das ist jetzt hier einfach nur der erste Schritt. Die Konstante können Sie dann auch später herausziehen, das habe ich jetzt hier noch getan. Warum? Weil für die partielle Integration jetzt hier dann so splitten kann, das wird der eine Ausdruck sein und der andere wird jetzt hier dann das hier sein. Und bei der partiellen Integration, wenn Sie das anwenden möchten, wählen Sie U und V beziehungsweise U' und V so, dass das Integral am Ende möglichst einfach wird. Das Integral am Ende wird möglichst einfach, wenn hier beispielsweise statt U, also statt X jetzt hier in dem Fall dann 1 steht, ne? Weil da ist jetzt hier sozusagen, das jetzt nämlich dann auch damit jetzt hier dann erledigt. Das heißt also, wenn das hier V ist, ne? Dann wäre dann V' offensichtlich jetzt hier dann gleich 1 und dann ist das Integral auf der rechten Seite dann einfacher. Wählen Sie das anders, dann ist es dann schwieriger. Meine Damen und Herren, also es gibt ja nur zwei Möglichkeiten, wie Sie dann wählen würden. Ja? Ja, also es gibt sozusagen jetzt hier dann nur zwei Ausdrücke. Da gibt es nur zwei Möglichkeiten. Also wenn Sie das bei der einen verkacken, ja, dann funktioniert es vielleicht bei der anderen. Ja? Also da ich den Weg ja schon kenne, wie gesagt, brauche ich es ja nicht mehr. Deswegen, also da... Das ist jetzt hier für mich dann zumindest jetzt hier dann mal klar. Na, also wie gesagt, das müssen Sie aber nicht hinkriegen. Ja? Also das erwartet keiner von Ihnen. Aber wenn Sie das sich dann mal anschauen, das ist dann gar nicht so schwer, nicht wahr? Dann habe ich jetzt hier dann U mal V. Passen Sie auf, das hier sehen Sie hier. Das ist U mal V. Also U ist ja im Prinzip jetzt hier dann das hier. Das sieht man jetzt hier dann auch. Und das ist dann V. Also das ist V. Und das ist dann U. Weil die Stammfunktion hierzu kann ich ja hier sozusagen jetzt hier relativ berechnen. Das hatte ich ja schon mal gemacht. Also das habe ich jetzt hier auch getan. Dann benutze ich jetzt hier dann nochmal den Erwartungswert dazu. Das ist U und das ist dann V. Das habe ich jetzt mal hingeschrieben. Sieht man ja eigentlich auch relativ einfach. Und davon ziehen Sie ab. Minus das Integral von U mal V'. Wenn U, passen Sie auf, wenn V jetzt hier dann X ist, dann ist V' jetzt offensichtlich gleich 1. Und U habe ich da hier schon ausgerechnet, das ist das hier, da setze ich jetzt hier dann ein. Da fehlt ja die, also nee, die 1 ist ja auch dabei, die sehen Sie ja auch. Ne? Da ist ja hier dabei, aber eigentlich ansonsten brauche ich es ja nicht mehr. Und dann, wie gesagt, integriere ich jetzt hier dann das Zeug. Jetzt, meine Damen und Herren, das ist eine Klausurfrage. Was kommt heraus, wenn Sie das integrieren? Weil das ist nämlich die Dichtefunktion der Standardnormalverteilung von minus unendlich bis plus unendlich. Und die Dichtefunktion der Standardnormalverteilung von minus unendlich bis plus unendlich, meine Damen und Herren, ist, also wenn Sie das integrieren, da kommt 1 heraus, weil die Fläche der Dichte jetzt hier dann 1 ist. Nicht? Also das ist sozusagen das Ergebnis hierzu. Also hier steht natürlich dann Plus, dann können Sie das Minuszeichen wegmachen und dann sehen Sie jetzt hier sozusagen die Dichte hier und das ist jetzt hier dann 1. Ja? Und der Rest wird 0 sein, das werden Sie jetzt hier auch gleich nochmal sehen, aber dazu dann später mehr. Ja? Gut, ich nehme das jetzt hier ein bisschen auseinander. Ja, also dieses Integral wird dann 0 sein. Ich habe das jetzt hier nochmal ein bisschen vereinfacht, so dargestellt. Ja. Und dann sehen Sie ja hier, passen Sie auf, also Plus, ja, wie gesagt, das Minuszeichen subtrahiert sich dann raus, dann Minus, Minus, Plus ergibt, nicht wahr? Und hier unten gleich, also damit Sie das jetzt hier nochmal dann sehen, das war nämlich die Varianz gewesen. Ich habe das jetzt hier dann beibehalten, nur anders dargestellt, weil wenn ich das so sehe, kann ich auf Grenzwerte verzichten. Ja? Also Sie müssen jetzt hier dann nicht mit Grenzwerten großartig in der Klausur umgehen, aber ich zeige Ihnen mal ganz kurz, beide gehen gegen unendlich, der geht gegen unendlich und der geht gegen unendlich. In diesem Fall könnte ich dann die Regel von L'Hôpital anwenden, aber der geht schneller gegen unendlich, ja? Also vielleicht mal so geschrieben als der da oben, nicht wahr? Das heißt also, wenn der Nenner schneller gegen unendlich geht als der Zähler, nicht wahr? Dann geht das Ganze jetzt hier dann auch in allgemein gegen Null. So kann man sich das jetzt hier dann sparen. Und ganz egal, ob das jetzt hier Minus oder Plus unendlich ist, spielt keine Rolle. Das heißt, das hier, was hier steht, wird Null sein, ja? Wie gesagt, sowohl jetzt hier gegen Plus als auch gegen Minus unendlich. Müssen Sie jetzt hier dann sich dann nicht mehr rum dann kümmern. Und dann habe ich jetzt hier dann nur noch den anderen Ausdruck. Passen Sie auf, den habe ich jetzt hier stehen. Und dieser Ausdruck wird 1 sein, der hier, also von hier bis dahin. Da kommt 1 heraus. Warum? Weil die Dichtefunktion integriert von minus unendlich bis plus unendlich. 1 ist die Fläche der Dichte von der Standardnormalverteilung. Sie sehen sie ja hier nämlich dann auch gleich. Das ist die Dichtefunktion der Standardnormalverteilung. Und die Gesamtfläche der Dichte der Standardnormalverteilung ist immer 1.
1, das weiß man, ja, also da müssen Sie sich darum mit Zedern nicht mehr kümmern, ja, also das heißt, 0 kommt jetzt hier dann bei den Grenzwerten heraus und dann 1 und das ist dann in dem Fall 1, das heißt, die Varianz der Standardnormalverteilung ist 1, meine Damen und Herren, offensichtlich, ja, das war nicht so schwer, wie es aussieht, meine Damen und Herren, ja. Also, wie gesagt, wenn Sie das im Nachhinein vielleicht einsehen, das Einzige, was man jetzt hier dann dafür braucht, ist die partielle Integration. Die hatten Sie eigentlich in der Oberstufe, ja. Deswegen, also, um es mal vielleicht mal klar zu machen, ja. Außer die Leute vielleicht aus Berlin gekommen sind, also die hatten es vielleicht nicht, aber das ist jetzt nicht so tragisch. Meine Damen, die kriegen das auch hin, ja. Das ist ja so nicht besonders schwierig. Umkehrung der Produktregel, meine Damen und Herren, also, da brauchen wir keine 5 Minuten, um es jetzt hier dann zu erklären.